Willkommen zurück zu Mario und Luigi Paper Jam Brothers. Im letzten Part haben wir die beiden Kamex besiegt und jetzt liegen sie da, traurige Musik ertönt. Oh, du und ich, wir hatten eine tolle Zeit. Naja, vielleicht ist toll nicht der richtige Ausdruck. Schrecklich toll trifft es wohl besser. Du hast recht, wir waren ein gutes Team. Unheimlich gut. Unsere Missetaten haben uns so viel Freude bereitet. Du warst wie ein Bruder für mich. Ein unglaublich hässlicher Bruder. Vollgetisst. Sag doch nicht sowas. Wir gleichen uns wie ein faules Ei dem anderen. Manchmal frage ich mich, ob es in eurer Welt überhaupt Spiegel gibt. Du solltest mal einen Spiegel sehen. Du. Nein, du. Typical. Prioritäten. Nochmal einen auf den Latz gegeben. Hey! Sie sterben. Alter, die sind nicht nur besiegt, die sind jetzt scheinbar tot. Okay, es gibt mehrere Magic Koopas, deswegen ist es nicht abzusehen oder denkbar, dass sie jetzt wirklich für immer den Löffel abgegeben haben. Heieiei, was ist denn hier los? Aber das trifft sich ganz gut, denn ich habe ja noch nicht die 100%. Irgendwo hier müssen noch Blöcke sein. Alter, wie viele Mecha Koopas. Wir sind auch immer noch angeschlagen, das war jetzt nicht besonders gut. Oh, Alter! Ich kann es einfach nicht rausfinden, wann der... Alter, wann spucken die so und wann spucken die so? Erfahrungspunkte, gib her. Wir stehen ja auch unmittelbar vor einem Level ab. Die können den Ausschlag geben. 9000 EP nach dem Sieg über die beiden Kamex. Ja, das dürfte die in die Pfanne hauen. Muss dann aber dann doch flugs an den Heilblock eilen, weil sonst werde ich hier nicht so ganz glücklich. Naja. Geht besser, aber alle sind draufgegangen. Das ist gut. Wir brauchen aber wieder unsere Sternpunkte, weil sonst wird das nichts. Sonst können wir da nicht munter rumhantieren, wie wir es gewohnt sind. Alter, nur noch so ein kleines bisschen. Bis zum perfekten Level. Oder? Geht's danach noch weiter? Denkbar. Ich werde jetzt erstmal speichern, nicht, dass ich irgendwo hingehe, wo ich noch nicht hingehen sollte. So, wir brauchen noch Blöcke, Alter. Und hier sind noch welche. Wunderpilz. Will ich mal ganz kurz gucken. Hier in der Sammlung. Ah, Blöcke. Noch 4 Blöcke hier. Und dann haben wir es. Die 100% in diesem RPG. Gewissermaßen. Was das angeht natürlich. Gucken wir erstmal. Da müssten jetzt 4 Stück hier sein. Es sind aber nicht. Ich hoffe, dass es noch mehr geben wird. So, ja. Ich fürchte, hier ist sogar eine Röhre. Wir können uns hier hinbegeben. Soll ich die... Ich fürchte, ich mache die Gegner hier alle mal offscreen fertig. Damit ich wieder Sternpunkte habe. Und EP. Die beiden bekommen einen Level-Up nach dem zweiten Gegner. Ich finde, das sollte man festhalten, ja. Manche interessiert, wie viele Pluspunkte es bei einem Level-Up gibt. Mir ist es persönlich Wumpe, weil ich daran nichts ändern kann. So, einer ist noch übrig. Weg mit dir! So, aufgeräumt. Aber etwas ist mir noch eingefallen in Sachen Kampfkarten. Was total sinnfrei inzwischen ist, ist die Karte für Erfahrungspunkte, wenn man den Gegner mit dem nächsten Angriff besiegt. Wo haben wir sie doch gleich? Hallo? Die hier. Ist ja eigentlich gar... Ne, Moment. Das ist die nicht. Ist die nie? Was mal? Wenn ich sie mit der... Achso, doch. Das war sie. Tut mir leid. Die sind frei. Gerade bei den Bossen, die uns wahrscheinlich noch bevorstehen, weiß ich natürlich nicht, wann so ein Boss down geht. Und ich kann die auch nicht stacken. Deswegen, was soll's. Kampfkarten werden gemischt. Was könnte ich noch mitnehmen? Münzen sind mir auch Schnuppe. Das Gegner Schaden erleiden wäre nice.
Alle Glitzerpapiergegner erleiden 200 Schaden. 6 mal. Nee. Verringert den Angriff der Gegner, ist natürlich besser. Angriff aller Mitglieder wird um 20% erhöht. Aber das kann man bestimmt auch nicht stacken. Den habe ich ja drin, oder? Oder so einen ähnlichen. Moment mal, ist die bessere Karte davon? Erhöht den von Teammitgliedern ausgeteilten Schaden um 50%. Das ist dieselbe, nur billiger. Dankeschön. Ich würde einfach diese Gegnerverletzungskarte irgendeine nehmen. Pass mal auf, 6x25 Schaden ist eine gute Sache. Weiß jetzt nicht, ob die Gegner... Ich nehme den noch rein. Besser als nichts. Okay, habe ich eben schon gemacht, ne? Alles klar, wie geht's weiter? Was erwartet uns hier noch? Sieht ziemlich spooky aus, was? Hart. Aber wir sind ja schon ein gutes Weilchen hier in Bowsers Festung. Ah, da warten sie. Oh, oh. Ich kann es riechen. Na dann. Ach nee. Ihr Lappen? Die holen noch mal alles raus, was es gibt, ne? Okay. Sind das echt Level 2? Was? Warum? Was macht ihr denn? Level 2. Wie immer ist dafür Paper Marios Hammer ganz gut. Level 2. Noch halt 2130 Schaden, ist kein Problem. Könnt ihr mal bitte den Weg freiräumen? Ich will ja nichts sagen, aber das ist ja total überflüssig. Gibt keine EP, das ist ja nur Zeitverschwendung, ey. Kommen jetzt wieder noch mehr? Oh ja. Ja, vielleicht die Gegner, die wir so kennengelernt haben im Laufe des Abenteuers. Sowohl die eine Variante als auch die andere. Auch wenn der Level jetzt nochmal immer wieder steigt. Ihr seid definitiv kein Problem mehr. Problem wart ihr eigentlich noch nie. Ihr wart höchstens eine lästige Pflicht. Und BAMS! Begradigt. Dafür werde ich ja keine BP ausgeben. Welche Gegner als nächstes? Komm, stellt euch! Ganze Heerscharen meiner Schergen scheinen jämmerlich zu versagen. Da gibt es nur eine Lösung. Noch mehr Schergen! Ihr seid unverbesserlich. Auch die sollten jetzt nicht den Bock fett machen. Ach, Level 18 nur. Und das Spike ist Level 18. Deswegen jump halt auf die drauf. Habt ihr irgendwie... Euch fällt nicht mehr viel ein, was? Warum wollt ihr das Finale herauszögern? Ich weiß, es ist ein schönes Spiel, liebe Bowsers. Es ist ein wunderschönes Spiel. Trotzdem könnt ihr das Finale nicht. Irgendwann werde ich euch besiegen. 2016 genauso wie 2015 und 14 und 13. Wie schon 1985. Pah, solche Dickschädel. Genau, so etwas Stures. Erkennt man doch dieses Bild, wo Bowser so einen Zettel in der Hand hat. 1985, the good guys wins. Oder 1986, the good guys wins. 87, 88, 89. Ja, so ist es halt. Sie kennen ihr eigenes Schicksal. Danke. Ich glaube, die sind wirklich nur dafür da, dass du für die Kampf, also nach dem Kamek-Bosskampf wirklich wieder Sternpunkte hast. Überflüssiges Gesocks, ey. Sie werden stärker, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Ich sehe auf unserem Bildschirm, wir nähern uns. Ah, mein Hass auf Mario brennt heller als 1000 Sterne.
Ach ja, mein Hass auf ihn brennt heller als eine Million Sterne. Oh, die Boxbolde. Die könnten sogar nerven. Die kriegen aber trotzdem ihr Fett weg. Level 33. Huch. Huch. Ach, wisst ihr was? Machen wir trotzdem nur mit Sprüngen. Aus Tradition. Au, halten sie aus. Natürlich doof. Gut, er hat seinen Angriff erhöht. Deswegen gebe ich dir den Rest. Oh, verdammt. Egal. Reicht. So, Paper könnte mit seinem Sprung jetzt auch einen komplett fertig machen. Na bitte, Brigitte. Da waren es nur noch zwei. Ah, nein, da wartet er noch so wunderbar, ne? Wenn man zu früh abspringt, dann warten die wirklich so lange, bis du wieder runtergefallen bist, um dich wegzuboxen, ist halt so. Mario ist immer noch nicht wieder da von seinem Schlag, den er erlitten hat. Mama, Mario! Spüre die Macht von 10 Paper Marios. Mario kommt einfach nicht wieder. So, bitteschön. Da ist er wieder. My Prada! Ah, Luigi. Wenn ich jetzt hier den nächsten Rang erreicht hätte, das wäre natürlich geil gewesen. Jetzt reicht's mir aber! Kupperlinge macht ihnen ein für alle Mal ein Ende! Oha. Was zum? Ihr habt ihn gehört. Ein für alle Mal hat er gesagt. Glaub bloß nicht, dass wir uns für die letzte Niederlage an euch rächen wollen. Nein, hier und heute wird die Geschichte völlig neu geschrieben. Macht euch schon mal auf ein paar unangenehme Überraschungen gefasst. Auf geht's. Alle 7 Kupperlinge. Okay. Bin gespannt. Ja, ja, okay. Gecheckt. What the fuck? Na, hallöchen, ihr zwei beiden. Alle 7 Kupperlinge. Das sind Bowser und Bowser Jr. So. Den Schaden, wenn er einmal richtig fett ist, wird reduziert. Warum sollte ich das einsetzen? Eigentlich nicht. Nö. Sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Was für ein Level sind die denn? Sind die auf demselben Level wie damals? Dann wären sie natürlich Pillepalle. Das wäre schlecht, weil ich die EP haben. Ja, trotzdem würden sie selbst damals nicht draufgehen ohne weiteres. So, ich gucke jetzt einfach mal, was für ein Level. Ne, 35, die sind auf demselben Level wie wir quasi. Okay. Ja, Ballon. Warte mal, was habe ich für eine Karte? Ja, okay. Ich dachte, Angriff erhöhen. Ballonplatzer! Alle sieben Kupperlinge. Ich bin fassungslos. Aber meinetwegen, wenn das nicht fett EP gibt am Ende, dann weiß ich auch nicht. Bam, 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 bam. Ein paar tolle Treffer dabei, warum nicht? Mager. Mager. Verteidigung erhöhen? So, Roy. Bleib dir treu. Und erlebe die Geschichte neu. Alter. Mit so viel. Oh! Ärgerlich. Wollte schon sagen, mit so vielen Paper Marios ist es nicht schwer. Ich kann mich nicht wehren, ich... Eure bösen Angriffe hier. Alle Glitzer, ist ja nicht der Fall. Das will ich jetzt auch nicht haben. Ich werde die Verteidigung mal ganz kurz auffrischen. Und ich kann keine Duo-Attacke machen, Roy. Ich tanze ja auf der Birne rum. Danke, Luigi. Angriff erhöhen. Ich heb's mir noch auf. Ich will endlich die verdammte EP-Sache. Flattercopter.
auf Wendy. Ich sehe schon. Und die Koopaling-Karte. Ausgerechnet die Karten, die ich haben will, die tauchen irgendwie nicht auf bislang. Aber zählt es dann für die beiden oder kommen danach noch die anderen Koopalinge? Aha. Ja, ich würde erstmal. Setz erstmal den Angriff ein. Oh yeah! Die beiden kriegen wir wohl gebacken. Warte mal. Das trifft dann bestimmt nur die beiden. Ich muss es mir also gut aussuchen, welche Koopalinge ich nehmen werde. Und ich werde Koopalinge nehmen, wenn sie neu aufkreuzen. Also ich denke mal, dass wenn die beiden besiegt sind, dass die nächsten beiden Koopalinge aufkreuzen. Ist denkbar. Was zum... Ich habe... Es ist doch anvisiert. Schade, da fehlt natürlich dann wieder was. Hauptsache, es fällt nichts runter. Und der finale Schlag. Zeigt euch, ihr zwei beiden. Na, wenn das nicht ordentlich Schaden war, dann weiß ich auch nicht. Haut rein, Alter. Bam. Akrophase, okay. Auf wen und wie soll ich das nochmal machen? Ach so. Oh. Er hat Paper erwischt. Ich meine, die Kampfkarte zählt. Wir erleiden keinen Schaden. Ich glaube, nur noch Luigi hat die Karte. Nerv halt. Zu früh, schade. Alle Gegner. 5-mal Schaden. Sauber. Wenn auch nur 2, aber trotzdem. Wie geil ist das denn? Das hat nur 2 Schaden gemacht, aber das ist umso geiler. Schön, dass wir das mal gesehen haben. Fail. So, die EP-Karte ist die letzte, die noch nicht dran kam, oder was wollt ihr mir erzählen? Kanonenkugel stoßen. Auch nicht. Ich weiß echt nicht, wie das ist. Alle Koopalinge hintereinander, das wäre echt zu heftig, oder? Das werden die aber machen. Ich kenne die doch, die sind böse. Das Spiel haut rein. Ah, da ist Wendy weg. Ich wollte doch... Naja, was soll's. Da ist sie weg. Beide sind weg. Meine EP-Karte, Alter! Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Wundernuss und Wunderpilz. Ach! Schön. Das ist das Ende! Fertig, gleich, ob wir zweimal verloren haben. Unsere Stunde wird kommen. Warte nur bis zum 3. oder 4. oder gar bis zum 5. Mal. Alter. Ich fand das Ganze sowieso recht unspektakulär. Wird Zeit, dass eine richtige Führungspersönlichkeit das Ruder übernimmt. Hast du dabei zufällig an dich selbst gedacht? Kann mich gar nicht daran erinnern, dass dich jemand nach deiner Meinung gefragt hat, Ludwig. Und ich dachte immer, wir agieren als gleichberechtigte Bruderschaft. Das Motto lautet Demokratie, so ein Quatsch, was erzähle ich denn da? Wen interessiert's, schnappt Mario! Na gut, ich mach's aus freien Stücken und nicht wegen irgendeiner Führungspersönlichkeit. Interessant. So, guckt mal, die hier erhöht die Geschwindigkeit, hehe. Nicht zu verachten. Die mit ihren Sternpunkten. Immerhin machen es nur die. So, ich bin so frei und benutze endlich die 2 Karten, die ich eigentlich am Anfang eines Kampfes haben wollte. So, deswegen gönne ich mir jetzt. Es kostet viele Sternpunkte. Zu viele, wenn ich danach noch gegen Bowser antreten soll, wird's übel. Aber... ich mache das diesmal so. Mit euch mache ich kurzen Prozess. Allein schon aus dem Grunde, dass die Kampfkarten gegen uns verwenden. Deswegen nehmt dies. Ah, keinen direkt getroffen, aber beide haben halt den...
den Schaden erlitten. Das ist hart. Kriegt euch doch mal ab. Fiese Möp seid ihr. Setzt halt eure schwule Karte ein jetzt. Sagen wir mal, gut ihr. Diese Karte ist so lustig, auch wenn ihre Auswirkung nur minimal ist. Aufgepasst, Larry, das wären die besten 4 Sternpunkte, die wir je ausgegeben haben. Dieser Schutz, ne? Naja, könnt ihr euch an die Backe schmieren. So, das ist für Glitzergegner. Ne, alle Gegner 6. Ich hab gar nicht gepunktet. Larry, erstmal auf Larry. Schaden reduzieren. Ich würde es nicht bei dem machen jetzt. Oh, ich hätte mich erstmal vervielfältigen sollen. So ein Mist. Oh oh. Mario liegt da hilflos. Was zum? Ich dachte, ich muss auf den drauf springen, ne? Ihr habt eure Dinger noch nicht komplett. Oh yeah. Ich mach's nochmal, aber direkt auf einen drauf. Ich gehe auf Larry. Kennt ihr Leisure Suit Larry? Wirklich ein Videospiel-Klassiker. So. Boah, 300 noch was. Ludwig auch noch 100 Schaden. Was sagst du dazu? Ah, ich kapier einfach nicht, wie ihr das macht. Das halte ich nicht aus. So, Koopaling-Karte haben wir schon. Das sind sehr schöne Karten da unten. Die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ballonplatzer. Flatterkopter. Ich will den einen weghaben. Oder sterben die nur gemeinsam? Hat ja bei den anderen beiden so ausgesehen. Komm schon, Larry. Ich hab dich auf den Kieker. Jabona. Jo. Genauso gut. Oh, was die schon... Ich hasse sowas, ne? Ach so, es ist... Ah, das ist es. Komm. Mach die weg. Bams. Diesmal hat's geklappt. Damals ja nicht so. Aber diesmal schon. Weg ist er. Larry, mach einen Abgang. Jetzt bin ich gespannt, ob Ludwig auch mit einem funkelnden, bunten Sternregen sich verabschiedet. Nein, er kämpft weiter. Das ist gut. Das ist gut. Erstmal kopieren. Was wird das? Alter! Auf wen? Wir wissen es nicht. Es sieht nach Paper aus, ne? Boah! 540 Schaden und er geht noch nicht in die Knie. Ich darf auch meine ganzen BP nicht verschwenden, obwohl wir haben noch gut, ne? Eigentlich haben wir noch gut Stuff. Trotzdem spring nur auf ihn drauf. Vielleicht reicht's. Hätte sein können. Vielleicht reicht's jetzt. Na? Nein. Spring du auf ihn drauf. Vielleicht reicht's dann. Das war nämlich ganz schön viel. 261. Tschüss, Mann! Sehr gut. Auch mit BP richtig gespart. Aber wir wollen nicht unterschlagen. Ich habe die Koopaling-Karte eingesetzt. 4000. Das war's mit meiner leitenden Funktion. Dann kriegst du eben die beleidigte Funktion, besser als gar nichts. Ja, meine Herren. 3 sind noch übrig. Und mit denen legen wir uns im nächsten Part an. Dann muss aber wirklich Bowser dran glauben. Schaltet wieder ein. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao.